In der zweiten Übung ist eine Funktion i von x gegeben, die auch wieder stückweise definiert ist und die an der Stelle x0 gleich 1 eben nicht stetig ist. Es soll skizziert werden und es soll gezeigt werden, dass diese Aussage gilt. Jetzt haben wir hier die Funktion minus x plus 1. Das ist eine lineare Funktion, die geht durch den Punkt 0, 1 und verläuft fallend mit dem Anstieg minus 1. Sieht also so hier aus. Wieder dünn zeichnen. Die andere Funktion, minus x minus 2, geht durch den Punkt 0 minus 2 und hat ebenso den Anstieg minus 1. Das heißt, die verläuft parallel zu der Ausgangsfunktion. Jetzt schauen wir uns da an, von wo bis wo das Ganze so läuft. Und hier haben wir für x kleiner gleich 1. Das heißt also bis hierher den Verlauf dieser Funktion. Und ab 1, also größer 1, verläuft die Funktion hier weiter. So sieht die aus. Wir sollen zeigen, dass diese Funktion an dieser Stelle x0 nicht stetig ist. Das heißt, wir müssen erstmal überprüfen, im ersten Schritt, wie sieht es denn aus mit i von 1. I von 1 muss man die obere Funktion einsetzen, das heißt, wir haben hier minus 1 plus 1 und dort erhalten wir den Wert 0. Im nächsten Schritt müssen wir überprüfen, wie denn der linksseitige und der rechtsseitige Grenzwert dieser Funktion i von x an der Stelle 1 aussehen. Und dafür betrachten wir Lims i von x für x geht gegen 1 linksseitig und Limes i von x, x geht gegen 1 rechtsseitig. Wir kommen von links, heißt aus dieser Richtung. Sehen, wenn wir uns der 1 annähern, dann ist unser Funktionswert, nähert sich ebenfalls der 0 an. Wenn wir allerdings von rechts kommen, sehen wir, der Funktionswert nähert sich der minus 3 an. Heißt also, der linksseitige Grenzwert mit 0 für x geht gegen 1 ist eindeutig nicht minus 3, was der rechtsseitige Grenzwert von i von x für x geht gegen 1 ist. Und damit können wir im letzten Schritt zeigen, dass dieser Wert, Limes i von x, eben nicht den Wert i von 1 hat. Also i von x für x geht gegen 1 ist eben nicht i von 1. Und daraus folgt, i von x ist nicht stetig an der Stelle x0 gleich 1.